One, two, three, four. Winnie Böwe. Warum sterben bei dem Herrn Kollegen mehr Patienten auf der Station als bei anderen? Zufall? Absicht? Michael Klammer. Floriane Daniel. Ich brauche einen Job, ich werde sonst blöde. Du bist Nutte. Astrid Ann-Marie Pollmann. Ich nehme den mit, ne? Dabei ist sie die Einzige von uns, die schon Rammler zu Hause hat. Hans Brückner. Jetzt mal die fertig, Was guckst du so? Ich will ein Kind von dem. Dein Mann liegt gerade tot in der Badewanne. Wir haben jetzt noch was anderes zu tun, als an seine Samenflüssigkeit zu kommen. Was, du willst damit da reinstechen? Siehst du eine andere Möglichkeit? Kannst du irgendwie schlecht aufschlagen wie ein Frühstücksei und einen Auslöffel. Margit Bendukat. Rosa? Mama. Ja, Mama. Wie lange bist du schon hier drinne? Was hätte ich denn nicht hören sollen? Walter Plate. Alle sind befreit. Das ist unser Wollhundehäuser. Matthias Freihof. Romantisch hingehauchtes Jahr hätte genügt. Jetzt steh doch mal auf, ich mach's doch. Sven Martinek und Werner Dehn. Nein! Mit weniger Schminke sehen sie besser aus. Und sie mit mehr. Jeder Mord ist einer zu viel, oder? Ich habe heute Morgen aus Versehen die Babylotion benutzt. Dann wollte ich mich auf dem Dach sonnen und plötzlich haben alle Wespen dieser Welt gedacht, ich wäre ihr Nest. Sicher nur die Männchen. Was meinst denn du, wie viele Männer auf die Art im Jahr verschwinden? Oder wie viele Männer ihre Frauen verschwinden lassen? Mir ist nicht klar, ob mir gerade klar wird, was ich mir klar zu werden versucht. Fuck! Hättest du aber vorher die Hose zumachen können, so fällt man doch nicht auf die Straße. Gibt's unter Frauen Männerversteher? Männer sind solche Säcke. Weiber, Schwestern teilen. Alles. Demnächst in ihrem Kino.